In diesem Video schauen wir uns den VPN-Anbieter Private Internet Access genauer an. Als erstes habe ich mir natürlich die Geschwindigkeit angeschaut und da kann Private Internet Access punkten. Die Verluste sind minimal, also so wie zu erwarten bei OpenVPN. Bei den Latenzen gibt es eine kleine Überraschung. Ich habe den Google DNS Server angepingt und die Latenz ist etwas geringer mit VPN als ohne VPN. Das kann natürlich sein, weil ja die Verbindung, die ich aufbaue, eine andere ist als über meinen Provider direkt. Ich habe Kabel Deutschland bzw. Vodafone heißt der mittlerweile. Aber das ist im ja kaum spürbaren Bereich von 5 Millisekunden die Abweichung. Kommen wir zum Peer-to-Peer und Torrent Speed. Da hatte ich am Anfang ein paar Probleme, habe auch im Internet von Problemen gelesen, habe aber auch gleich die Lösung gefunden. Die ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Und zwar muss man bei uTorrent ein paar Einstellungen ändern, damit die Geschwindigkeit aufs Maximum kommt. Ist scheinbar auch ein bisschen serverabhängig. Zum Beispiel ohne das Ändern der Einstellungen war mit dem Schweizer VPN gab es gar keine Probleme, habe ich die volle Geschwindigkeit bekommen. Bei dem niederländischen deutschen VPN habe ich nur 2 MB pro Sekunde statt, wie man oben sieht, 11,4 MB bekommen. Nach dem Ändern der Einstellungen hat es dann auch auf dem deutschen und niederländischen Server funktioniert. Das heißt, das ist kein Problem von Private Internet Access, sondern das ist ein Problem von uTorrent. Kommen wir zu den Features und da sieht es ganz gut aus. Es gibt, wie gesagt, OpenVPN, IPsec gibt es noch als Protokoll. Man bekommt eine eigene Software, zumindest hier für Windows und ich glaube, es gibt auch eine App für Android. Es gibt einen Kill-Switch, der dafür sorgt, dass kein Traffic aus dem VPN rauskommt. Es gibt auch einen Leak-Schutz, also es leakt weder die IPv6 noch gibt es einen DNS-Leak. Ein Adblocker ist integriert, was ganz nützlich sein kann. TCP funktioniert auf Port 443, das ist wichtig, um aus hartnäckigen WLANs oder Firewalls rauszukommen. Portweiterleitung ist möglich und man kann sich sogar die Verschlüsselung auswählen, mit der OpenVPN verschlüsselt. Ganz besonders zu betonen sind die vielen Server, die man bei Private Internet Access hat. Es gibt insgesamt über 3000 Server an 37 Standorten in 25 Ländern. Es gibt aber auch ein wichtiges fehlendes Feature und zwar gibt es kein SSL oder SSH-Tunnel. Das ist ein wirksamer Schutz gegen die Packet Inspection. Die Packet Inspection wird von Ländern betrieben, die VPNs blocken wollen. Ging ja auch durch die Nachrichten, dass zum Beispiel die Türkei versucht, VPNs zu blocken, Russland und China sowieso. Und wer in diesen Ländern surfen möchte, der sollte schauen, dass er einen SSL-Tunnel hat. Es geht manchmal auch ohne SSL-Tunnel, das habe ich auch schon getestet. Aber richtig wirksam ist eben nur der SSL-Tunnel, weil der Datenverkehr dann nicht unterschieden werden kann von normalem Internet-Traffic. Eine OpenVPN-Verbindung kann halt erkannt werden von den genannten Staaten und dann eben gedrosselt oder blockiert werden. Kommen wir zur Sicherheit. Laut eigenen Angaben werden keine IPs gelockt, es gibt keinen IP-Leak. Wie gesagt, OpenVPN wird verwendet und die Verschlüsselung ist gut und wie gesagt, man kann sie auch selber noch höher drehen. Kommen wir zum Support. Es gibt ein Forum, es gibt eine Knowledge Base, es gibt den Mail-Support. Ich habe zwar nach 24 Stunden noch keine Antwort bekommen. Wenn ich eine bekommen sollte, gibt es da ein Update im Blogartikel über diesen Test. Links seht ihr natürlich in der Videobeschreibung. Auch bei den Preisen gibt es wenig zu meckern. Wenn man ein Jahres Account nimmt, zahlt man nur $40 im Jahr. Das sind $3,33 im Monat. Das ist quasi hinterhergeschmissen für die Leistung, die man da bekommt. Selbst der monatliche Account ist relativ günstig mit $7 im Monat. Ja, die gesamte Wertung, die gibt es wie immer auf meinem Blog. Der Link wird jetzt eingeblendet und den findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und auch wenn es Updates gibt, immer mal im Blog vorbeischauen.